Ja, das macht nur Taschendiebstahl auf. Wo ist es denn? 70. So, jetzt müsste mein Taschendiebstahl jedoch auf. Genau, 110 sein. Das heißt, sie dürfte Ich eigentlich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze ein tanzen. wunderschöner Tag, beklaut werden was immer können. ihr auch sucht. Genau. So, hat sie noch irgendwas Interessantes, was wir stehen könnten? Eigentlich. Eissturm ist gerade 4 Feuerschildmonster bei offen. Eigentlich hat sie sonst nichts Interessantes bei sich. So, jetzt haben wir Magierstäbe. Die wieder voll aufgeladen sind. Ja? Da, 50, 50 und 100 Ladungen. Und die werden jetzt eine ganze Weile reichen. Also besser können wir es mit den Stäben gar nicht haben. Ich warte. Keine große So, den Herausforderung. Gesinnungserkennzauber, den habe ich jetzt einfach mal vor The Lolz geklaut. Weil ich jetzt mal doch neugierig bin, was für eine Gesinnung genau Renal Blutskalp hat. Nun gut. Und ja, die anderen Stäbe, die. Außer den Stab des Feuerballs, den könnten wir theoretisch noch verkaufen. Die. Und zurückstehlen. Die anderen Ja. Stäbe, die Ich sind helfe schneller als Chick-Ticker, Schnellbratze. nicht ganz so wertvoll. Und er ist böse. Super. Fragt nur, was Ich immer habe ihr halt diesen wünscht. Zauber noch nie benutzt, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass er irgendwann mal nützlich sein könnte. Deswegen dachte ich, man könnte Wenn die ihr es genaue wünscht. Gesinnung von jemandem erkennen. Also ob er rechtschaffen böse, neutral böse oder chaotisch böse ist. Ein wunderschöner Tag. Was immer ihr auch sucht. Ja, gut. Keldon. Verkauf den da mal. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Und du? Klaust ihn zurück. Gut, damit haben wir jetzt einen Was Stab, kann ich tun? der auch 50 Ladungen hat. Also 50 Feuerbälle verschießen kann. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Das heißt, wir Ich habe können eine ma Liste, uns das mal ist. drum kümmern, die Schriftrollen, die sie noch hat, zu verballern. Euer Wunsch ist mein Begehr. So. Das heißt, im nächsten Schritt erledigen wir. May war noch. Das tut so gut wie ein Mädchen. Alles, was ich brauche, ist ein Krokodil und ein hübsches Mädel. Ja, den Seemann. Oh. Spüren die Kraft der Gerechtigkeit. Das sollte Bittet nicht einen, sein. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Torm ruft euch zu sich. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Ihr braucht meinen Rat. Oh. Das wiederum war nicht so toll. Wo war mein letzter Quicksave oder Autosave? Autosave beim Verlassen der Gilde. Okay. Den Feuerstab haben wir und alle anderen Stäbe haben wir gesagt, verkaufen wir, weil der Froststab ist nicht so toll.
Macht zwar 8W6 Schaden, aber ist nur ein Single-Target. Und ja, macht nur Schaden und Blitzzauberstäbe. Nee. Ich habe keine Lust auf Blitzpingpong. Deswegen, sie hat die Stäbe, die wir brauchen, behalten wollen. Ich war keine große. Alles andere ist nicht so wichtig. Gut. Und ja, es ist. Das ist auch übrigens die einzige Händlerin, bei der ich keinen Skrupel habe, von zu klauen, weil all ihr Zeug eigentlich auch geklaut ist. Ich bin bereit. Ja, und Keldon sollte auf jeden Fall mal wahren Blick einsetzen da drin, damit wir all die unsichtbaren Schattendiebe sehen, die uns da herumlungern. Fragt nur. Die Dienerin der Natur ist bereit. Habt ihr einen Plan? Keldon? Dann kann ich euch einen schnellen Tod. Ich warte auf euren Befehl. Ja? Ich bin schon erledigt. Führt jawohl. Wie ihr wünscht. Straft mit den Schatten. Wurde aber gerne. Ich denke. Ich warte. So, ich kann eigentlich die KI wieder anmachen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Niemand legt sich um die Straße. Hätte ich auch gemacht. Dann kann ich euch einen schnellen Tod. Ja. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Horn ruft euch zu sich. Horn ruft euch zu sich. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Okay. Gorfin ist tot. Die sind auch alle tot. Das heißt, wir können in den Keller gehen. Und Maeva Hallo sagen. Natürlich. Lin stirbt. Keldon wahrer Blick. Achso, Lin ist die da oben gewesen, die sowieso eigentlich tot war. Ihr seid mir auf die Schliche gekommen, ja? Ich weiß es. Ich habe immer noch Leute, die mir gegenüber loyal sind. Sie haben mich gewarnt. Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Tut, was ihr tun müsst. Ja, können wir nicht einfach Maeva auslöschen und das war's? Niemand hat sich ungestraft. Die Natur nimmt das Lebende. Bettet ein wenig, dann kann ich euch einen schnellen Tod machen. So, du noch? Was ist das eigentlich für ein Ausgang? Der ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ah. Hier unten an den Docks ist ein Anleger. Okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, Maeva ist tot. Er hatte sogar einen Sirik-Priester dabei, also das bedeutet definitiv, dass er die große böse Scheiße war. Bitte. So, mehr hat er nicht. Beschlagene Lederwams. Schattenrüstung. Da ist die, die du hast, aber besser. Orakel. Ja. Kann verkauft werden. Alles andere ist okay soweit. Ich war nun gut. Hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Meine Fürstin, ihr habt es geschafft. Der Tyrann ist tot.
Endlich einmal ist... ist Endlich einmal ist der Tod in dieser Höhle ein freudiges Ereignis. Bitte lass mich frei, ich bin schon seit 10 Jahren gefangen. 10 Jahre? Was habt ihr getan, um das verdient zu haben? Nichts, werte Dame, ich habe mir nichts getan. Diese verrückte Mewa hat einfach beschlossen, dass ich ihn mit einem verachtenden Blick angesehen habe. Und dann hat er seine Männer auf mich gehetzt. Ich werde hier seit 10 Jahren gefoltert und eingekerkert. Ich habe mir immer wieder meine Unschuld betreut, aber man hat mich nur ausgelacht. Das Monster sagte, dass ich dem Volk ein Beispiel sein sollte. Man hatte Mewa gefälligst Respekt entgegenzubringen. Ich bin für eine Beleidigung eingesperrt worden, die nur im Kopf eines Peinigers existierte. Doch jetzt ist er endlich tot. Endlich einmal ist er tot in dieser Hölle, ja. Es ist nicht meine Aufgabe, Raufbeulen und das gemeine Volk zu befreien, verrottet noch im Käfig. Ich muss den Tod von Melda melden. Ich befreie mich, wenn ich zurückkehre. Natürlich, ihr seid frei und könnt gehen. Ich danke euch von Herzen. Lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Lange habe ich gelitten. Ich stehe auf immer in eurer Schuld und auf die Freundschaft. Jetzt muss ich aber gehen. Hier halte ich es nicht länger aus. Ja, wir haben oben übrigens noch eine ganze Horde an Schatten, die eben zu plündern. Ja, was möchtet ihr? Oh, und hier haben wir auch noch ein bisschen was, was wir uns angucken können. Wobei hier wahrscheinlich nicht viel herumliegen wird. Eine Goldmütze am Boden dieses trostlosen Fasses und das war's auch schon. Hm. Erzählt mir mehr davon. Kann ich nicht mit dir reden? Nö. So, was ist mit dem Rest der Diebesgilde hier? Was macht das? Keine große Herausforderung. Die sind mir auch nicht mehr freundlich. Auf Recht und Ehre. Ihr braucht leichtlich euch einen schnellen Tod. Niemand legt sich ungestraft mit den Schatten. Okay. Folgt nur. Auf Recht und Ehre. Niemand legt sich. Oh, Mist. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Ihr seid direkt hinter mir. Ich werde euch erledigen. Noch einer hinter mir, das ist aber nicht schön. Ich warte. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Harry, heil dich. Ja, hier, heil Harry. Noch ein Schnelligkeitsöl für Yoshimo und ein Heiltrank, den ja hier aufbewahren kann. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Ich muss mich wirklich mehr mit Heiltränken heilen mal. Ich habe so viele davon, aber ich werde sie später wahrscheinlich eher brauchen. So, gucken wir uns noch die Leichen hier unten an. Natürlich. Der dicken Händler, der eigentlich nur mitspielen sollte, den will ich nicht unbedingt töten. Hm, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, die haben schon recht viel Geld dabei. So, mach ich mal hier die Tür zu. Mach sie wieder auf. Um an das hier ranzukommen. Dich da oben ignoriere ich einfach. Was kann schneller als so. Ticker schnell kratzen? So der Schnee? Sehr gut. Ja. Das hier ist wesentlich.
Ich werde ich es denke, tun. Ich denke, ich bin soweit. Mhm. In Bayerwands Namen. Es soll geschehen. Oh, jede Menge Tränke mal wieder.